Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Was habe ich Ihnen nicht alle schon über dunkle Materie erzählt? Die beeinflusst ja alles. Die Rotation der Milchstraßen, die Bewegung von Sternen, die Bewegung von Galaxienhaufen, alles Mögliche über dunkle Materie, über eine Form von Materie, die offensichtlich sich wirklich komplett unseren Möglichkeiten entzieht, sie direkt zu beobachten. Das muss eine ganz, ganz, ganz besondere Form von Materie sein. Auf jeden Fall nicht so eine wie wir, also wie Sie und ich, aufgebaut, sondern es muss was ganz Merkwürdiges sein, denn sie darf mit Strahlung überhaupt nicht wechselwirken. Man sieht sie nicht. Man sieht sie auch nicht in Absorption, dass sie also irgendwas verdeckt. Nix, gar nichts. Sie ist einfach da und sie muss wahnsinnig schwer sein. Also ungefähr 90% des Universums besteht aus dunkler Materie. 90% der Materie im Universum besteht aus dunkler Materie. Und Sie können sich vorstellen, dass die Astrophysiker wahnsinnig daran interessiert sind, herauszufinden, wie sie dann nun wirklich aussieht, beziehungsweise wo sie überall ist. Jetzt soll die Frage heute sein, wie sucht man nach dunkler Materie? Also wie kann man herausfinden, wo dunkle Materie überall wirksam ist, beziehungsweise wie sie verteilt ist. Und vielleicht erklärt einem das ja auch dann, woraus sie besteht. Nun, dunkle Materie ist dunkel. Und nicht nur das. Sie ist nicht nur dunkel, sie ist völlig unsichtbar. Sie ist einfach da. Angefangen hat alles, wie so vieles in der Astrophysik, damit, dass Einstein sich über was Gedanken gemacht hat. Er hat es aber nicht getan, weil er selber drauf gekommen ist, sondern ein tschechischer Elektroingenieur namens Rudi Mandl hat ihn 1936 gefragt: Sagen Sie mal, Herr Einstein, Sie haben jetzt ausgerechnet, dass Sterne ja das Licht verbiegen können, also den Weg des Lichtes verbiegen, weil sie die Raumzeit verbiegen und das Licht muss ja da entlanglaufen. Also der Lichtstrahl um einen Körper herum, wie die Sonne, wird krummer. Das wurde sogar bewiesen 1919. Einstein hatte 1916 die allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt. 1919 hat man bei der Sonnenfinsternis entdeckt, dass tatsächlich sich die Bilder der Sterne hinter der Sonne ein wenig verschieben. Man musste die Sonne komplett verdecken, damit man diese Sterne, die sehr nah an der Sonne stehen, überhaupt entdecken und überhaupt sehen konnte. Dann sah man, dass sie ein bisschen verschoben waren. Man konnte also sehen, wie der Lichtstrahl um die Sonne verbogen wurde. Und Mandl hat dann zum Einstein gesagt: Können Sie nicht mal ausrechnen, ob es nicht eine Linsenwirkung gibt? Also dass Gravitationsfelder, die Schwerkraftfelder der Sterne, wie eine Linse wirken. Und Einstein hat dann ausgerechnet, fand dann auch was raus und hat dann an die Zeitung Science geschrieben, dem Herausgeber damals geschrieben: Ja, ich danke Ihnen noch sehr für das Entgegenkommen, für diese kleine Arbeit über die linsenähnliche Wirkung von Sternen, die Herr Mandl aus mir herausgepresst hat. Die Arbeit sei nicht viel wert, hat er geschrieben, aber der arme Kerl hat seine Freude dran. Einstein hat sich richtig verschätzt. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn Einstein gewusst hätte, was für ein kraftvolles Analyseinstrument er damals ausgerechnet hat, dann hätte er seine kleine Arbeit von damals nicht so wertlos betrachtet. Nun, um was geht's? Es geht um Folgendes. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein solches astrophysikalisches Monokel. Eigentlich müsste der intergalaktische Werbespruch lauten: Brille, Einstein. Was Sie hier sehen, ist ein Galaxienhaufen. Sie sehen also auf diesem Galaxienhaufen, das sind diese ganz hellen Objekte hier, und Sie sehen aber auch diese merkwürdigen blauen Streifen, die da drauf sind. Und Sie sehen schon, dass das Bild irgendwie nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Man kann richtig fast erkennen, dass da eine Linse ist. Denn die Bilder sind verzogen, richtig rund verzogen. Fast könnte man meinen, es gäbe einen Ring um den Galaxienhaufen. Einstein hat 36 ausgerechnet, was passiert, wenn zwei Sterne sozusagen ihr Licht gegenseitig verstärken. Wenn also ein Stern vor dem anderen herläuft und dabei das Licht des hinteren Sterns verstärkt wird. Dann bilden sich manchmal Mehrfachbilder aus, ne? Also als wenn man schielt, oder es bildet sich sogar ein Ring, wenn die beiden Sterne direkt hintereinander stehen. Aber Fritz Zwicky, ein Schweizer Astronom, kam dann relativ schnell auf den Gedanken: Nee. Das ist ja noch gar nicht alles, sondern schwere, große Massen. Und Zwicky war einer der großen Entdecker der Astrophysik, der solche Galaxienhaufen entdeckt hat. Der kam auf die Idee, dass große Massen das Licht ja noch viel mehr verziehen müssten. Warum? Nun, große Massen
heißt viel Schwerkraft. Große Schwerkraft heißt, die Wege des Lichtes werden noch stärker verzogen. Und Zwicky hat recht. 1979 hat man zum ersten Mal Doppelbilder gesehen und seit den 80er und jetzt insbesondere seit den 90er Jahren werden Galaxienhaufen genommen als eine Art kosmischer Brille. Als eine Linse, als eine kosmische Linse. Nun, was passiert da? So ein Galaxienhaufen besteht aus den leuchtenden Galaxien. Schön. Jetzt haben wir über alle möglichen Beobachtungsverfahren herausgekriegt, es gibt um diese leuchtenden Galaxien noch ein großes Gasreservoir, was viel mehr Masse enthält als die Galaxien selber. Schön. Das sieht man meistens nur im Röntgenbereich. Das ist heißes Gas. Also da hat man viel Masse. Aber das reicht nicht. Die Geschwindigkeiten von solchen Galaxien in den Galaxienhaufen, also dieses Durcheinandergewusel von Galaxien, das kann man nur erklären mit dunkler Materie. Nur wie findet man die dunkle Materie? Man findet sie, indem man die Verzerrung des Bildes, nämlich so wie hier auf diesem wunderschönen Bild zu sehen ist, wenn man diese Ringe sieht, die Verzerrung des Bildes nimmt und als Maß für die Verteilung der dunklen Materie nimmt. Nochmal von vorn. Sie kennen das ja alle, wenn man eine Linse hat, eine schöne normale Glaslinse, ne? Dann kann man die vor dem Bild so herführen, dann wird das Bild verzerrt, wird... Bei einer Lupe wird das größer, was ich sehe. Bei dem Fernglas wird alles kleiner. Ne? Gucken Sie mal verkehrt rum durch ein Fernglas durch. Das ist Optik, normale Optik. Das heißt, jede Linse hat so ihre Brechungseigenschaften. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild sehe, was völlig verzerrt ist, dann könnte ich eigentlich im Rückgriff ausrechnen und mir überlegen, wie muss die Linse aussehen, die für diese Verzerrung verantwortlich ist. Klar? Also ich sehe ein Bild am Himmel, nämlich einen verzerrten Galaxienhaufen und der ist verzerrt worden durch die dunkle Materie, die existiert, die ich aber nicht sehen kann, die zwischen mir und diesem Galaxienhaufen liegt und das Bild systematisch verzerrt. Das ist nicht einfach, sowas herauszufinden. Man muss sich also mal überlegen, was da alles dazugehört. Zunächst mal brauche ich eine genaue Positionsbestimmung meines Galaxienhaufens. Ich muss ja wissen, wie sieht ein Galaxienhaufen unverzerrt aus. Also nicht jede Galaxie am Himmel, die jetzt so aussieht wie ein Strich, ist verzerrt. Sondern das können zum Beispiel Galaxien sein, die ich nur von der Seite aus sehe. So wie wir zum Beispiel unsere Milchstraße am Himmel ja nur von der Seite aus sehen. Deswegen sehen wir nur so einen Streifen da oben, weil wir sitzen in der Scheibe drin. Deswegen sehen wir unsere Milchstraße nur von der Seite, gekippt sozusagen. Nun, es gibt in Galaxien große Galaxien, also diese elliptischen, die sitzen meistens im Zentrum und viele, viele kleine drumherum. Und das heißt, ich muss eine große Anzahl an Galaxienhaufen beobachten, um überhaupt erstmal etwas über die statistischen Eigenschaften dieser Objekte zu erfahren. Galaxienhaufen sind die größten Objekte im Universum, die größten Schwerkraftobjekte im Universum. Und das sind also diejenigen, die von der Materie zusammengehalten werden. Die also gegen die allgemeine Expansion, das ist übrigens ein interessanter Punkt, weshalb überhaupt was entstehen konnte, wo wir doch alle schon oft genug gehört und gelernt haben, dass das ganze Universum explodiert bzw. expandiert. Wie kann da überhaupt was in sich zusammenfallen? Aber es ist ein anderer Punkt. Nun, Galaxienhaufen sind aber solche Objekte, die es geschafft haben. Und sie haben es nur deswegen geschafft, weil sie so viel Schwerkraft durch die dunkle Materie aufbringen. Wenn man also jetzt so ein verzerrtes Bild eines solchen Galaxienhaufens sieht, kann man merken, wie viel dunkle Materie muss in diesem Ding drin sein. Nun hat man rausgekriegt, es ist viel. Es ist genauso viel, wie man aus den anderen Methoden rausgefunden hat. Aber jetzt kommt's. Manche Galaxienhaufen sind so weit von uns entfernt, dass wir die wirklichen Bilder dieser Galaxienhaufen gar nicht richtig sehen können. Nun, die sind so weit weg, dass man das Licht einfach nicht empfängt. Man kann aber, wenn man also mit einer bestimmten Linse, theoretisch sozusagen, man geht mit einer Linsenform über den Himmel, über die Himmelskartierung, man macht sich eine Karte vom großen, eine riesengroße Karte vom Himmel und geht jetzt mit seiner Linse drüber und findet dann Verzerrungen am Himmel. Ja, man geht so richtig so und sieht dann, wie die Bilder sich verbiegen. Dann kann man aus der statistischen Analyse von solchen verzerrten Bildern Galaxienhaufen entdecken, die man gar nicht wirklich richtig strahlen sieht. Man sieht nur diese Verzerrungen am Himmel und weiß, da muss ein Galaxienhaufen sitzen. Das heißt, man konstruiert im Computer eine Gravitationslinse, zum Beispiel die Massenverteilung von dunkler Materie, zieht die über den Himmel und stellt dann fest, da muss einer sein, da muss einer sein, da muss einer sein. Nun, was hat das für einen Vorteil? Wir sind heute
an vielen Stellen in der Astrophysik in der Lage, mit höchst empfindlichen Instrumenten alles Mögliche zu beobachten. Leuchtschwache Objekte, die sehr, sehr weit von uns entfernt sind, die uns tief in die Geschichte des Universums hineinblicken lassen. Und wir sind aber noch nicht wirklich perfekt empfindlich, dass wir also wirklich fast alles sehen. Wir wollen aber in das Zeitalter, in das dunkle Zeitalter der Galaxienentstehung reinkommen. Das sind Abstände, die führen uns in eine Zeit, die, naja, so 12, 13 Milliarden Jahre von uns entfernt sind. Also 12, 13 Milliarden Lichtjahre. Das ist fast der beobachtbare Rand des Universums. Wenn wir das wollen, dann haben wir ein Problem. Denn die Leuchtkraft dieser Objekte, die so weit weg sind, ist natürlich klein. Aber möglicherweise sehen wir eben diese verzerrten Bilder. Also konstruiert man sich heutzutage im Computer solche Modelle und versucht damit, diese immer noch sehr, sehr diffusen, äußerst leuchtschwachen Objekte bei sehr, sehr, sehr großen Distanzen zu erkennen, um herauszufinden, wann hat denn das eigentlich alles angefangen? Bei welcher Zeit im Universum gab es denn die ersten Galaxien? Weil auch Galaxien sogar ihren Gravitationslinseneffekt haben. Wann entstanden die Galaxienhaufen? Das wird uns helfen bei der Beantwortung der Frage danach, wie konnte überhaupt, also es ist für mich nach wie vor, ich sage es Ihnen ehrlich, es ist für mich ein Rätsel, nach wie vor. Das ganze Universum fliegt auseinander. Und zwar wie verrückt. Ne? Das haben Sie schon oft genug gesehen in allen möglichen Filmen, der Rosinenkuchen zum Beispiel und so weiter. Wie kann dann überhaupt irgendwas in sich zusammenfallen? Das muss sich ja abgekoppelt haben. Also abgenabelt haben förmlich. Das ganze Ding fliegt auseinander und auf irgendeiner Länge auf einmal sagt das Gebiet, nö, ich expandiere jetzt nicht mehr, ich falle in mich selbst zusammen und bilde Galaxien, also erstmal Galaxien, Galaxienhaufen und Sterne und so weiter und so weiter. Das ist ja also nach wie vor völlig unklar. Wir wissen nur, dass wir diese dunkle Materie bauen. Und diese Galaxienhaufen, die sind eben die größten Aggregate, die es gibt im Universum. Einsteins Überlegung zur Gravitationslinse, die war 1936 auf so einen ganz einfachen Punkt übertragen. Er hat gesagt, hier ist ein Stern, da ist noch ein Stern, der eine fliegt an dem anderen vorbei, es bilden sich ein paar Doppelbilder und damit war für ihn der Fall erledigt. Er hielt das, wie gesagt, für eine akademische Plauderei. De facto heutzutage sind Gravitationslinsen die Methode schlechthin, um große Massenverteilungen im Universum zu entdecken. Nämlich herauszufinden, wo liegt die dunkle Materie und gibt es auch Gebiete, in denen überhaupt keine Materie existiert. Es gibt ja zum Beispiel riesige Leerräume, in denen wir keine leuchtenden Galaxien finden, die sogenannten Voids. Scheinbar ist das Universum aufgebaut wie so eine riesengroße Honigwabe. Da gibt es sehr, sehr große Leerräume, in denen nichts ist, aber auch wirklich nichts. Da kann man hinhalten im Teleskop, ab und zu verirrt sich mal eine kleine Zwerggalaxie da rein, aber ansonsten ist da nichts. Ist da vielleicht auch dunkle Materie? Und das kann man wiederum mit Galaxienhaufen, die am anderen Ende, sozusagen am hinteren Ende dieser Wabe stehen, dann finden, wenn man die Linsenwirkung des Galaxienhaufens selber erkennen kann. Auf diese Art und Weise sind wir heute in der Lage, mit einer 1936 von Einstein kaum vorstellbaren Präzision die Verteilung einer Form von Materie zu messen, von der wir wissen, dass unsere Existenz davon abhängig ist, weil ohne diese dunkle Materie gäbe es uns gar nicht, wie sie sich Einstein überhaupt noch nicht vorstellen konnte. Insofern ist es interessant zu sehen, wie aus einer akademischen Plauderei eine schon fast existenzielle Methode geworden ist, die heute in der modernen Astrophysik eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.